Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Astrobot. Heute am 6. Oktober um 10.41 Uhr mit noch deutlich belegter Stimme, ja. Ja, erstmal eine Sache vorweg. Ich habe mein Mikrofon jetzt nicht umgestellt von Lautstärke. Ich habe das jetzt genauso laut eingestellt wie beim Stream gestern. Und warum ist der Controller denn schon wieder schwach? War es gestern, wurde das auch schon angezeigt? Ich weiß es nicht mehr, als ich Astrobot aufgenommen habe. Nee, es kann also sein, dass jetzt die Gesamtlautstärke des Videos vielleicht ein bisschen anders ist, ne? Dass ich jetzt den Games noch ein bisschen lauter stellen kann, dass ich den zumindest nicht ganz so stark verleisern muss. Verleiser, ist das ein Wort? Warum ich jetzt eigentlich überhaupt hier starte, seht ihr, es gibt jetzt 304 von den Bots. Ja, ich weiß nicht, wie viele ich beim letzten Mal gerettet hat, ob ich da die 175 hatte. Aber ich meine, ich hatte da auch die 179. Und die vier Stück, die jetzt dazugekommen sind, sind, glaube ich, die ich jetzt bei Astrobot geholt habe, die Special Bots. Wenn ich mich nicht täusche. Bin gespannt, ob hier irgendwas jetzt passieren wird. Das weiß ich jetzt gerade nämlich gar nicht. Was sagt ihr mir? Achso, ja, okay, ich soll in die neue Galaxie gehen, okay. Aber mich wundert jetzt, was ist denn jetzt hier mit den vier Bots hier? Mit den Spezialbots. Wo sind sie denn jetzt? Weil die werden jetzt auf jeden Fall angezeigt und die waren vorher nicht da. Es gab vorher nur 300 Bots. Da bin ich mir sehr sicher. Hallo? Ah, okay. Ich war hier wohl. Wann habe ich denn ein Puzzleteil geholt? Okay. Ich will mal gucken, ob hier vielleicht irgendwas auf der Map jetzt angezeigt ist. Guck mal, da steht eine 2. Wo steht da jetzt eine 2? Und ihr seht unten links, warum ist da jetzt nochmal so ein... Hä? Warum ist da ein Bot? Okay, wir werden das jetzt erstmal ein bisschen auskundschaften. Da! Guck mal, da ist einer von denen. Ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Okay, das machen wir natürlich fertig. Komm, los, los. Helf mir, Schweine! Ja genau, Bot gerettet. Gestrandeter Scout. Hatte sie den Kreislauf nicht schon durchbrochen? Genau, das ist die Dame, die wir bei Returnal wohl irgendwie, ne? Die kommt da drin vor. Ich weiß nicht, worum es in Returnal geht. Ach, der Koch ist es. Ist aber auch egal. Ah, guck mal, hier ist der Nächste. Aha, 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 aha. Ah, das ist der Gran Turismo-Eumel. Entschuldigung. Nein, nein. Entschuldigung. Genau, Katzen, helf mir. Aber cool, gerade hatte ich zwei Street Fighter-Charaktere, glaube ich. Jetzt habe ich hier die beiden Katzen, die mir hier geholfen haben. Profifahrer, der wahre Fahrersimulator. So, das heißt, der Rest wird hier auch noch irgendwo rumäumeln. Tippe ich mal ganz stark. Na klar, ich will sie natürlich alle haben. Ne? Ist ja klar. Ja, okay, hat mir natürlich nichts gebracht. Ist mir schon klar. Aha, was willst du? Ah, nee, das geht dann zum nächsten Bereich. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich suche eigentlich nur Leute, die jetzt hier vielleicht... Hallo Spyro, was geht? Vielleicht noch Probleme haben, wie er hier da hinten zum Beispiel. Ja, das ist unser Bloodborne-Typi. Und Jan haben. Wie ich gemerkt habe, oder wie ich ihm dankenswerterweise mitgeteilt habe, dass es ja die Stadt war von Bloodborne. Zack, wer hat mir hier geholfen? Einer von Last of Us und, keine Ahnung, das Gerät hier. War es jemand von God of War? Kann das sein? Höchstwahrscheinlich war es jemand von God of War, ja. So, und einer müsste jetzt hier noch irgendwo feststecken. Was macht ihr da? Wow, was geschah? Irgendwo muss ja noch einer sein. Das ist zumindest ein Stein und ja, da ist der Affe von Ape Escape. Ich frage mich nur, ob der dann zu den anderen Affen auch mit hingeht. Ah, okay, es hilft mir einmal der Kollege aus The Last Guardian und Kurushi. Oder Intelligent Cube, wie man auch mal es nennen möchte. Gieriger Affe, was für ein unstillbarer Affenhunger. So, genau, das waren die vier Leute, die wir jetzt bei Astrobot nochmal freigeschaltet haben. Und jetzt können wir eigentlich wieder auf die Weltraumkarte gehen. Ja, wobei, also das dahin, das wundert mich jetzt schon. Ich will einmal nach da. 10. 10? Okay, keine Ahnung. Okay, gut, ein paar Münzen geholt, immerhin. Wo haben wir denn so viele Münzen? Wo haben wir die denn jetzt her, die 1800? Habe ich nicht mein Geld als letztes Mal noch komplett ausgegeben? Hä? Oder habe ich das letzte Mal nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal. Ja, wie war gestern gestreamt? War richtig geil. Und ja, Sensenmann ist der freudige, keine Ahnung, auf jeden Fall der Gewinner von Astrobot, was mir mein Stefan zugeschickt hatte von der Version. Ich weiß, ist auch die ganz normale Version natürlich, ne? Und ja, ich habe jetzt auch übrigens ein bisschen privat nochmal weitergezockt. Es wird jetzt bald der Bonuspart von Wolfenstein kommen. Ja, ich habe es dann endlich nochmal geschafft. Okay. Seht ihr, was ihr seht, ist, ne? Warum habe ich den denn nicht gesammelt, sag mal? Es wird mir denn nicht richtig. Oder war ich hier einfach nicht?
So. Oh, wie geil ist das? Oh, wie geil ist das denn? Oh, oh, ist das befriedigend. Oh mein Gott. Ich muss alle Bäume vom Schnee befreien. Auf jeden Fall. Also wie... Oh, und wie befriedigend auch das hier einfach ist. Ich kann hier was reinschreiben. Guck mal. Erstmal ein schönes D reinschreiben. Okay, es ist eher ein P, ist egal. So. Oh, Alter, ist das so befriedigend. Das ist einfach nur... Wie dumm das ist, dass es einfach so viel Spaß macht. Bäume von Schnee zu befreien, ne? Voll geil. So, aber ich glaube, jetzt haben wir hier, glaube ich, wirklich alles. Ja, genau. Siehst du mal. Können wir jetzt auf die Weltraumkarte zurückgehen? Ja, wie gesagt, letztes Mal hatte ich ja nicht Astrobot aufgenommen, sondern habe ich mich endlich mal um diese 4 Specialbots gekümmert. Nur noch mal kurz zum Abholen von dem Release von Astrobot. Haben sich die Entwickler gedacht, also was ich eigentlich auch eine ziemlich coole Idee finde, dass sie einfach noch mal ein paar Bots reinknallen, die so ein bisschen als Teaser für den Astrobot, fürs Astrobot-Spiel dann auch gelten. Ich weiß nicht genau, wie lange das jetzt im Vorfeld war, aber zumindest als ich Astrobot Let's Play, also Astros Playroom Let's Played habe, wurden diese Bots halt schon eingepflegt, ne? Und ich glaube wirklich bis zum Release, oder bis einen Tag vor dem Release, war es noch nicht möglich, alle 4 Special Bots zu holen. Und ja, ich habe mich auch noch gar nicht umgehört, bis gerade eben, oder beziehungsweise bis zur letzten Aufnahme, wo ich es endlich mal nachgeholt habe. Und ja, es war halt absolut kryptisch. Also ich habe jetzt, die Parts habt ihr jetzt vielleicht gestern gesehen oder heute sogar vielleicht ein paar davon gesehen. Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Hochladeturnus ist. Und auf jeden Fall, das war der Grund, wenn man bei Astros Playroom dann halt diese 4 Special Bots holt. Wie gesagt, das macht es bitte mit einem Guide. Das ist total kryptisch. Ja, dann kann man hier die 4 Stück auch noch retten. Und dann haben wir statt 300, die wir retten können, insgesamt 304 Leute, die wir retten können. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Carbo Kosmos. Okay, direkt hier voll das Ägypten-Level hier am Start. Kann man hier schon jetzt schon irgendwas machen oder müssen wir erstmal Level schaffen? Ich weiß es nicht. Um diese Bonuslevel freizuschalten. Und mir wurde gestern im Stream gesagt, genau, dass diese 4 Bonuslevel wohl richtig asozial sein sollen. 4 habe ich noch. Ich habe bisher nur Dreieck und Kreis gemacht, ne? Ja. Okay, dann legen wir los. Hier, Hieroglitch-Pyramide. Wieder 7 Bots, ein Dimensionstor und 3 Puzzleteile. Warum habe ich eigentlich wieder mein Bein weißes Schiff? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich muss alles kaputt machen. Alles vernichten. Ui! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hat noch funktioniert, ja, es hat noch funktioniert. Mein Schiff ist zwar jetzt kaputt und ich komme hier nie wieder weg, aber ich lebe noch. So. Grabsau! Das heißt, sieht eigentlich weniger ägyptisch aus, sondern eher mexikanisch. Ja, ich helfe dir sofort. Ach guck mal, können wir alle kaputt machen. Wie befriedigend. So, Nummer 1 ist der Gerät. Hoppa! So. Das ist auch, klingt auch wieder nicht nach der ägyptischen Musik. Das ist auch wieder eher irgendwie was anderes. Was machen diese kleinen Viecher? Die kennen wir wahrscheinlich auch aus Astros Playroom. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Weil die finde ich jetzt nicht so schlimm. Also die tun mir jetzt nicht... Was geschieht mit denen, wenn ich die schlage? Warum werden die denn so wabbelig? Sieht so prall aus. So. Ich dachte eigentlich, die Brücke geht jetzt irgendwie kaputt. Okay, alles klar. Dankeschön. Ich dachte schon, du wolltest mich enttäuschen, Spiel. Auch geil, wie die Musik dann einfach direkt eine andere wird, ne? Ja, ja. Nein! Was? Ich hab gedacht, ich komme an dem vorbei. Okay. Ab, 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 ab. So. Die, Motherfucker! Aha, 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 aha. So. Die Perlen-Shit. Ich verstehe trotzdem nicht, warum ich so viel Geld habe. Sind es die Münzen, die ich jetzt gestern quasi bei Astros Playroom geholt habe, habe ich jetzt hier quasi auch mitgesammelt, oder? Ich habe gestern noch spaßhalber gesagt, das wäre so geil. Ui. Das wäre so geil, wenn ich die Münzen halt hätte, die ich bei Astros Playroom hätte. Weil es einfach gut ist, weil ich da so viel von hatte. Ich glaube, ich hatte irgendwie 5000 oder so. Ja, okay. Fragen wir uns erstmal ein. Hallo? Wer sind Sie? Darf ich Ihnen helfen? Hoppa! Achso, das war auch nur ein Standarddingen. 1. Ich mag das Geräusch von den Trampolinen. Das wäre echt ziemlich geil. Ich meine, okay, ich würde zwar fluchen, weil das letztendlich voll für den Arsch wäre. Aber ich meine, die
Köpfe, die jetzt hier Astrobot gemacht haben und auch Astrox Playroom gemacht haben, sind ja schon sehr kreativ, ne? Das hat sich ja schon bei den Special Bots gezeigt, was die dafür Rätsel reingeknallt haben. Wenn es hier auch sowas in der Art geben würde oder gegeben hätte. Dass sie auch so krasse, kranke Rätsel reinbauen, die am besten noch so ein bisschen was mit dem Spiel zu tun haben. Wie es ja auch, ne, bei Astrox Playroom auch der Fall war. Das haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, weil es einfach zu schwer war oder zu schwer gewesen wäre. Okay, für die vier Bots, okay, ne? Da war es schon auch schon ziemlich krass. Aber wie gesagt, ich wäre auf keinen von den vier Rätsellösungen wäre ich gekommen. Aber das hätte was auf jeden Fall. Weil es waren immer so diese wirklich so Aha-Momente. Nee, da ist nichts. Aber schöne Wandmalereien, ne? Hier kann man da irgendwas. Von Suppe. Ich dachte, dass hier vielleicht dieser VR-Dinosaurier noch vielleicht mit drauf wäre, aber nein, dieser nicht. Ja, komm, geh nicht. Dankeschön. Okay. Machen wir sofort. Aha. Okay. Wir wollen keinen Lärm machen, ne? Ach, Lara Croft ist es. Hallo? Jetzt ralle ich dann erst. Aristokratische Archäologin. Britin und Ikone. In der Tat. Ach, guck mal, Geld. Geben Sie mal. Psst, ganz leise sein. Auch sowas ist geil, ne? Die haben ja noch nie Stealth eingebaut, aber jetzt haben sie einmal Stealth eingebaut, ne? Einfach, weil sie es können. Weil ich das so gehört finde. Das finde ich aber echt nice. Dass man es jetzt auch nicht so übertrieben dann einsetzt. Das sind einfach nur einmal kurz, einmal eine Passage. Sehr, sehr cool. Ich mag das Spiel wirklich richtig gerne. Also, kann ich nichts gegen sagen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Geld. Aha. Kriege ich hier meinen Schrumpfinator gleich? Kann das sein? Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt sage. Aber wie ihr seht, bin ich ein bisschen überfordert. Aha. Ich hab niemals. Oh Gott! Gib nur deine Gräten. Nee. Oh, gab aber geile Edelsteine. Okay, ich muss hier erstmal muss ich alles kaputt machen. Ich komme gleich aber wieder raus, doch. Ja. Das sieht man. Da passiert nichts. Milde Bleiche ohne Chlor. Okay, 2000 Münzen haben wir schon wieder. Warum habe ich die letzte Mal nicht ausgegeben? Ich kann mir das jetzt gerade irgendwie nicht vorstellen, dass ich sie nicht ausgegeben habe, ne? Aber was ich mir halt vorstellen kann, ist irgendwie, dass ich die Sachen, die ich bei Astrox Playroom gesammelt habe, die Münzen, dass sie hier irgendwie auch mit reingenommen worden sind. Weil das Spiel halt gereilt hat. Ah, okay, guck mal, der hat noch einen Spielstand von Astrox Playroom drauf. Und der hat jetzt die ganzen Roboter auch noch geholt. Uäll. What the fuck? Aha. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll, um ehrlich zu sein. Cooler World. Geil. Ah, nee, doch nicht. Ich will auf jeden Fall ein Puzzleteil haben. Uiuiui. Wer hat gewonnen? Ach, leck mich doch. Man muss ja nicht die ganze Zeit als cool agieren, ist ja klar. Dankeschön. Und das war das erste Puzzleteil. Sehr, sehr gut. Pong. Wie schwer ich bin. Ich mag das. So. Neffen. Nee. What the fuck? Okay. Bums. Ah, okay. Interessant. Und auch sowas, ne? Das wird halt einfach nicht einem direkt ins Gesicht gezeigt, was man hier machen muss. Aber man kann halt so ein bisschen probieren, ne? Und freut sich, damit es wieder funktioniert. Einfach gut, wirklich. Okay. So. Ich will doch nicht in den Vulkan, auf gar keinen Fall. Weil ich will erstmal schön hier rein. Ich bin aber ein bisschen langsam mit der Kugel. Das finde ich ein bisschen doof. So, was haben wir denn hier schönes? Puzzleteil. Ja. Ein Nut. Ich hab keinen Bock auf Prinz von BR. Warum habe ich jetzt Bock auf Prinz von BR? So, okay. Lass uns mal von dem Vulkan erstmal wegschießen, denke ich mal. Und. Pschung! Nicht schlecht. Was machst du jetzt genau? Ich habe keine Angst vor Gespenster. Ah, okay. Vielleicht sollte ich sie doch haben. Okay. Ich frage mich, bin ich jetzt in seinem Kopf drin oder guck mal, ob der mich als Kugel vielleicht nicht einsammeln kann. Das kann natürlich sein.
Ah, okay, verstehe. Ich muss mich aufsaugen lassen, wenn ich eine Kugel bin.